Ein neuer Morgen ist angebrochen in Leckland. Hallo Leute, willkommen zum neuen Stream von Tugmobo 19. Mit wahrscheinlich ein, zwei kleine Lecks dabei, weil mein PC seit dem Update ja Ruckel macht. Ich muss das nur ein, zweimal erwähnen, bis es einmal alle wissen. Ja, ich bin nicht schuld. Der Computer ist alt. Oh ja, vielleicht bin ich doch schuld. So, gut, legen wir mal los. Ja, passt sich ja dem Besitzer an. Das ist ja. Ja, so ein bisschen. Perfekt, perfekt. So, was wir als erstes machen, ich habe es eigentlich eh im letzten Streaming-Part von Tag geantwortet. Bin da, hat sie geschrieben. Bin da, wer noch? Ja, es startet schon, wir sind schon dabei. Was ich angemerkt habe, lass mich kurz noch erklären. Was? Dir? Es geht wie? Was? Was ist mit dir? Spielst du gerade Star Wars mit Yoda oder was? Hallo Finn, wie geht's? Dir es geht wie? Es gut gehen wir soll sein oder nicht? Ja. Dir es geht wie? Das ist ein perfektes Deutsch, ne? Ja. Was ich jetzt einmal erklären will, wir schauen sich jetzt im. Bist du bei der schlechten Kalibi? In jedem Streaming-Part in einer alten Stadt um eventuell versäumte Kisten nachzuholen. Und dann geht's auf in das Schloss des Teufels, des Jeans. Guten Abend, Nathalie. Abend, hast du dann Weihnachtsmann als Icon oder was? Was ist denn das? Mit dir sein die Macht möge. Ja, gibt es Computerexperten unter euch? Ich habe nicht jetzt. Aber vielleicht weiß Finn Bescheid. Ich habe unter BIOS jetzt nachgesehen. Was ist, wenn ich diese UEFI. Einstellung bzw. BIOS auf Standardwerke zurückstelle, schrotte ich mir dann meinen PC generell oder soll ich das einmal probieren? Weil vielleicht hebt sich dann der Fehler dann dadurch auf. Das wäre meine Frage dann. So, es dauert nicht mehr lange bis Weihnachten. Naja, wie viele Tage haben wir noch? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Einige. Ich bin immer sehr eifrig, was das angeht. Aha. Ist das so eine kleine Weihnachtsmaus, oder was? Ja, sie kann Weihnachten nicht erwarten. Okay. Besonders, wenn es dann von dir Geschenke hagelt, ne? Oder was? Das wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. So. Kannst du versuchen, da dürfte nicht viel passieren. Aber da brauche ich jetzt nicht zum Beispiel die Windows Installer-CD oder irgendwas, ne? Wenn das BIOS auf Stand, auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird oder was, ne? Da brauche ich nichts hoffentlich. Ist nur so eine kleine Frage, bevor ich das wirklich jetzt starte, wollte ich mal kurz Meinungen einholen. Deswegen. Wie gesagt, vielleicht legt sich das dann mit Leck auch wieder, wenn irgendwelche Einstellungen vorgenommen wurden durch ein Update. Drum. Na gut, also Nathalie meint, es würde nichts machen, dann kann ich es ja nachher probieren, so. Ja, ich habe jetzt ja häufiger gemerkt, dass ich beim C-Cleaner-Update, beim C-Cleaner gelaufen lassen habe, mein Controller wieder nicht funktionierte. Ja, da weil... Hab ich ihn am das weiß ich aber vom Alten. Gesteckt und ich gebe es zu, ja, das sollte ich mal. Ich gebe es zu, ich arbeite mit solchen Dingen eigentlich nicht mehr. Weil die auch ganz schnell Einstellungen schrotten können, ja. Das ist. Also die Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht. Deswegen kommt mir sowas nicht mehr rauf. Außer es wird unabsichtlich jetzt installiert. Ach, da poppt es ja gerade auf. Nein, Scherz. Ach, ja, wurscht. Na gut, ja, danke, Nathalie. Dann probiere ich das nachher dann gleich. So, bis jetzt sind wir eher erfolglos gewesen. Bei den Kuno noch gierigen Choco-Items. Weil er nicht die Finger davon lassen kann. Items! Gib mir gratis Items! Aber das ist halt nur, wenn ich ihn nebenbei drin lasse. Wenn ich ihn rausstecke und dann Kinder dann laufen lasse und dann wieder reinstecke, dann ist das ein. Das Problem nicht. Das ist halt nur, wenn ich ihn nebenbei drin lasse. Was? Also, jetzt schau mal, was da drinnen ist. Eine Tasche. Ist das jetzt ein Scherz? Du weißt, wo wir sind, oder? Gegen Ende. Nein. Ja, schon. Mittlerweile.
Das ist das erste Haus, was wir im Spiel betreten. Der Bürgermeister, der uns am Anfang mit Gratis-Items versorgt hat. Bis der erste Shop im Dorf war. Und dieser verfluchte Bürgermeister hat da drin wahrhaftig eine Tasche. Wo ist sie? Mit der ich weitere Gegenstände tragen kann. Die hätte ich mir schon so früh holen können. So 90. Und jetzt kann ich wahrscheinlich 100 tragen. Alter Falter. Ich wäre bekloppt. Ich wäre irre. Ich wäre irre. Okay, es hat sich doch ausgezahlt, nochmal zurückzukehren. Warum nicht? My Items bedeutet auch für ein Endfight My Items. Yeah. Chin. I'm the genie in your bell. Mehr Platz für den Item Hunter. Richtig. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen um Bomben machen, ne? So. Ah, wo war ich jetzt überall drin? Da war ich schon drin, das heißt, die zwei Häuser fehlen noch. Naja. Aber da wird wahrscheinlich nicht mehr viel mitspielen. Schau mal, sieht's, wie es leicht leckt beim Betreten eines Tors. Wie sind das dann bei Resident Evil? Habe ich dann bei jeder Türanimation einen kleinen Leck oder was? Na, Halleluja. It's raining legs. Bla. Das stell dir mal vor, wenn bei Resident Evil 4 zum Beispiel du Quicktime-Events hast. Naja, das muss nicht bei jedem Quicktime-Event sein. Es kommt immer drauf an. Schau, jetzt war auch nichts zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Umso länger das Spiel oder irgendwas läuft, umso besser wird es ja dann. Als ob der die Daten immer generell neu laden müsste. Was irgendwie sehr komisch ist. Aber schau, jetzt braucht er doppelt so lang. Wurscht, dafür haben wir eine Tasche. Gratis-Tasche. Ich liebe Taschen. Da passen so schön viele Sachen. Kann ich darauf? Was? Es gibt keine Möglichkeit, hochzuklettern. Keine ja, Möglichkeit, hochzuklettern. Ja, nee, ist klar. Für alle, inklusive dem Spiel, die jetzt blind sein sollten, keine Möglichkeit, hier hochzuklettern. Gut. Sag's gleich, dass du mich nicht in deinem Bett haben willst, ja? Ich geh ja schon, so. Frechheit. So eine Frechheit. Gut, Dorf erkundet. Nichts weiter ersichtet und ja, wird vorschlagen. Wir machen einen kleinen Save und ab geht's in den neuen Dungeon. Ja, der letzte Dungeon des Games. Oh, anderes Gebiet. Teleportation Time. Und zwar Richtung Burg Düsterhimmel. Gut, die müssen wir kurz einmal erkunden, weil wir haben den Dungeon noch nicht freigeschaltet, aber macht nichts. Wir sind im letzten Gebiet auf alle Fälle. Burg Düsterhimmel. Welcome back. Der Weg dorthin war schwer. Wir haben unseren Mech geopfert. Unseren Sonnenriesen. Aber jetzt können wir uns einfach hin teleportieren. Ist kein Problem. Kein Problem. Jetzt geht's auf einmal, ne? Wir haben quasi den Erstbesuch überstanden. Kann ich da? Ich hoffe, wir können hier aufbauen oder irgendwas. Vielleicht bauen wir eine kleine Armee gegen den Djinn auf. Aber ich glaube nicht, dass Bauen missfällt. Ich befürchte eher was anderes. Wir werden jetzt wahrscheinlich mindestens je eine Ebene haben, wo wir nur einen Charakter verwenden können. Und das wird bei unserem Neuzugang oder bei Finn ein bisschen problematisch werden. Weil die nicht die Schlagpower haben, sozusagen. Na komm, leck den nicht durch ins neue Gebiet. Geht schon. Lecki, lecki, leck, leck. So ein Spielchen, also. Darf man einen Save reinhauen? Danke. Vielleicht kommt der Quicktime-Event. Wer weiß. Ah, ja, da ist er ja. Der Lloyd, oder wie heißt er? Lloyd? Lloyd? Nein. Verwechsel ich gerade die Spiele? Ja. Anscheinend. Lloyd, das ja. War auch Legend of Dragoon, gell? Aber der hat dieselbe Frise, glaube ich. Der hat dieselben Haarfarbe, ja. Deswegen. Hat mich irgendwie erinnert gerade. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt? Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Die Melodie ist geil irgendwie. Nicht schnell, komm. Ich wusste, du würdest kommen. Ich wusste, dass du es schaffst. Ich bin der Schaffer. Vor langer, langer Zeit wurde ich hier in dieser Burg geboren. Hier begann der Albtraum, der 400 Jahre währte. Und ich erschuf das Monster.
Was? Sidefriend-Duell! Was, du bist der Schuldige? Was soll denn der Scheiß, was fällt dir ein? Es geschah vor 400 Jahren. Die Kontinente des Ostens und Westens führten noch Krieg. Oder lest du vor, das erzählst du, Entschuldige. Ich war König im Osten. Für mein Volk bekämpfte ich den Westen. Immer Osten gegen Westen, Frechheit. Die Ossis gegen die Wessis. Der Krieg eskalierte und schließlich kam es zur entscheidenden Schlacht um das Schicksal des Königreichs. Von der magischen Armee des Westens in die Enge getrieben, musste ich eine Entscheidung treffen. Doch unsere Niederlage schien unabwendbar. Dann unterbreitete mir ein düsterer Herr ein Angebot. Gibt man das Blut einer Hexe in einen menschlichen Körper, entsteht eine schreckliche Macht. Nutze diese Macht, um im Kampf zu siegen, sagte er. Danke. Er wollte diese aus der Vermischung des Blutes hervorgehende Macht an mir ausprobieren. Um mein Volk zu beschützen, traf ich eine Entscheidung. Meine Zauberkräfte stiegen ums Hundertfache. Es war eine erschreckende Macht. Die Macht eines Dragoons, also Entschuldigung. Ich setzte diese Macht ein und besiegte den Westen. Doch zu dieser Zeit schwoll das schwarze Blut bereits in meinen Adern an. Und kurz danach geschah etwas. Etwas sehr Tragisches. In meinem von Trauer erfüllten Herzen vollzog sich ein Wandel. In mir wurde etwas geboren. Der Djinn wahrscheinlich, ne? Ja. Es wuchs und wuchs und trat schließlich hervor. Es war eine absolute Macht. Niemand kann sie mehr aufhalten. Entschuldige, dass ich jetzt einwerfe. Er macht aber beim Start ja auch ein Problem. Das ist ja mein Problem auch. Wenn ich den Computer neu starte, funktioniert es beim ersten Mal nicht. Erst beim zweiten Mal startet er richtig. Deswegen wäre halt das Problem vielleicht, wenn es das lösen würde. Aber meine Frage ist, würde es was machen, wenn ich das jetzt resetten würde? Das ist meine Frage, Finn. Wenn es nichts macht, kann ich es ja trotzdem machen. Ja, ist wurscht, aber ich kann es ja mal probieren. Das ist ja nicht das Thema. Ich will nur wissen, ob ich dann keine neue Windows-CD benötige oder was, weil ich ja keine parat habe. Ne? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo die verschwunden ist. So, geht schon. Entschuldige. Hast du schon gelesen? Auch die Königreiche des Ostens wurden davon verzehrt. So wurde Djinn geboren. Ich versuche, meinen Fehler Djinn auszumerzen. Dann erfuhr ich in einem alten Buch etwas von einem Stein namens Atamelia. Das ist ein wertvoller Edelstein, den die Erde in gewissen Abständen hervorbringt. Von einem Wahrsager erfuhr ich, dass Atlamilia in 400 Jahren, also in dieser Epoche, wieder erscheinen würde. Ich bediente mich eines verbotenen Zaubers, um die 400 Jahre zu überwinden und hierher zu kommen. Um Atlamilia, den legendären Edelstein, zu finden. Das tat ich im Glauben, dass Atamelia die dunkle Macht des Djinns zu versiegeln vermag. Atamelia ist der Schlüssel zu einer anderen Dimension. Ist der Stein, der jetzt in deinen Händen glänzt, Choco. Das Mondvolk verstand es, den jungen Djinn einzusperren. In seiner Urne
sammelte Jin Kraft und begann die Welt zu beeinflussen. Du weißt genau, was dann geschah. Heute können wir ihn selbst mit Atamilia nicht einsperren. Ist der Geist des bösen Willens. Er ist der Geist des bösen Willens. Wird er die Welt vernichten? Nein. Lass mal eine Klapperkiste aus dem Spiel, ja, Finn? Ah, bist du später on, dann können wir drüber reden kurz. Beziehungsweise könnte man ja auch dann Ding probieren. So. Er will deinen Geist durch alle Zeitalter schicken. Um die Geschichte mit Hilfe seiner Schergen an sich zu reißen. Er ist ein furchtbares Wesen. Ich habe ein Monster erschaffen. Choco. Jin ist die Verkörperung negativer Energie. Er lebt nicht, also kannst du ihn nicht töten. Doch du kannst die Geschichte seiner Geburt verändern und sein Wesen auslöschen. Also dich töten, oder was? Hä? Dazu? Hey. Ja. Alter, das kann man überhaupt nicht lesen. Achso, das bist du. Aber warum ist das ein komischer Text jetzt? Interessant. Bleibt mir keine Zeit. Mein dunkles Blut gewinnt die Überhand. Oh, wenn er meine Gedanken bestimmt, bin ich nicht mehr ich selbst. Komm, schnauf für uns. Seh da, es ist zu spät, es hat keinen Sinn. Wehr dich nicht mehr und gib mir alles. Deinen Körper, deinen Geist, deine Kraft. Okay, der besucht sicher einen Yogakurs. Ah, Choco. Durchquere die Galerie der Zeit und begib dich in dein Zeitalter. Und mit der Macht Artemilias. Ich kann diesen Körper nicht aufgeben. Noch nicht. Ja, so kann man es auch machen. Gut. Ein legendäres Kamehameha. Ja. Galerie der Zeit. Diese Schritte führen mich auf eine lange Reise. Öffne dein Tor und führe meinen Geist. Das ist aber echt nett gemacht für ein Spiel, das jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Also, oder über 20 Jahre, entschuldige. Muss man schon sagen. Der verbotene Zauber. Der Junge wird die Galerie der Zeit nicht überwinden. Ich glaube, das war mein Text, aber ist egal. Schade, dass er so sinnlos sterben muss. Geh, Choco. In die gefürchtete Vergangenheit. Lösche dein Wesen aus. Du wirst schon wissen, was du dort tun musst, zu tun hast. Folge den Erinnerungssplittern, die ich in der Galerie der Zeit hinterlassen habe. Dann wirst du sehen, was du zu tun hast. Geh jetzt! Ich bin jetzt im ersten Dungeon, oder was? Ich wollte abspeichern noch den langen Text. Hat sie jetzt wirklich geopfert? Na schade. Ich dachte, wir hätten eine Galerie der Zeit. Wir hätten einen Unterstützer gegen den Djinn, aber ja, okay. Oh, ich höre die Uhren ticken. Tick, tack, tick, tack. 5 Jahre zurück, aber wir haben Atamilia.
zum Sammeln. Also Adler zum Sammeln. Interessant. Sind das jetzt wirklich nur Erinnerungssplitter oder können wir noch was aufbauen? Wer weiß, wer weiß. Ach, das gefällt mir überhaupt nicht, der Dungeon. 5 Jahre zurück. Okay. Was bist denn du, Süßes? Der Tanzfluch! Let's have a dance! Wow, allein die Charakterauswahl leckt ein bisschen. Habe dere. Okay. Die Charakterauswahl hat sie in sich. Mein kleiner Tanzfluch. Okay. Schöne Kisten gibt's hier. Auf alle Fälle. Eine Karte. Ich höre eine. Aha, jetzt kommen alle alten Gegner, aber nur ein bisschen stärker wahrscheinlich. Ja, weil die Blume haben wir ja auch schon. Die war halt nicht so düsterlich wie jetzt. So. Er muss leider changen. Geht das schneller jetzt? Ja, jetzt geht's schneller. Das ist immer nur das erste Mal. Okay, so in etwa. Bett! Na, das ist aber nett. Wir kriegen ein Bett. Oh, Pfirsich, danke, brauche ich nicht. So. Vaters Tod. Okay. Ah, das sind die Erinnerungssplitter wahrscheinlich. Okay. Nathalie, wie wär's mit dir? Bist du mal ran? Warum nicht? Boah, die geben keine Erfahrungspunkte. Alter Falter. Ich sehe schon kommen. Oh, du magst eh ordentlich Damage. Na, dann bleiben wir gleich bei dir. Die macht eh kaum was. Na, kann die alte Neko braut. So. Wie gesagt, ich befürchte, dass wir mit jedem Charakter eine eigene Ebene haben. Und da habe ich Angst wegen Finn und den Neuzugang Max. Oh. Schade. Aber das ist jetzt Ebene 1. Da kann man jetzt noch nicht viel sagen. Aber ich schätze mal, die Gegner werden natürlich auch stärker. Ist klar. Auch verständlich. So. Wir werden sehen. Eine hintere Ebene hätten wir auch. Vater, okay. Vaters Tod, Bett. Also wir haben wahrscheinlich die Szene, wo der Vater im Sterben liegt im Bett, okay. Ich hätte gerne einen Gegenstand für die hintere Ebene. Das wäre richtig cool. Nein, das ist er nicht. So, da haben wir wieder... Choco kann nicht weit springen. Schafft's Nathalie? Nicht einmal Nathalie kann so weit springen. Gut, dann müssen wir unser Fliegerass nehmen. Na komm. Put, put, put. Er schafft's. Okay. Das war mega Damage, was der austeilt. Achso, auf die Waffe natürlich. Nehmen wir mal ihn, so. Du darfst das erledigen, dankeschön. So. Warte. Na komm schon, Leckyhausen. Lecky, lecky, leck, leck. So, das heißt, wir dürfen ihre Waffe aufwerten. Oh, Platinring 4, geil. So. Das heißt, die Sachen habe ich schon drinnen, genau. Schauen wir noch einmal Wind. Warte mal, Wind. Und das nehmen wir mit. Ja, perfekt. Machen wir so. Ah, aufrüsten, so. So. Das heißt, 5 Ring können wir dann... Warte mal, dass ich ja keinen Scheiß jetzt mache. Genau, weil hier haben wir die Verbesserung mit das hier und hier haben wir die Verbesserung mit den und den. Genau, da möchte ich das obere nehmen. Das heißt, du kommst einmal zur Kugelform.
Dafür. Aha. Du wirst warten kurz. Als erster kommt einmal das hier rein, ja? Das ist wichtiger. Die Frage, ob wir die ganzen Elemente haben, alter Falter. Wir haben so wenig Elemente. So. Gut. Dann nehmen wir gleich die Waffe weiter dran. So. Zwei Schüsse nur noch, okay. Dankeschön. Wie gesagt, Joko und Biggie, die mit den besten Waffen gerade. Wird auch so bleiben wahrscheinlich bis zum Ende des Games. Oh. Uhrzeiger, okay. Dankeschön. Haben wir mal ein bisschen Erfahrungspunkte. So. Hintere Ebene können wir eh vergessen. Gibt's eh nicht. Und der letzte hier im Bunde. Dankeschön. Anti-Fluch-Amulett, ja, kann nützlich werden für einen Djinn. Wer weiß, wer weiß. Oder? Ja. Man weiß ja nie, was kommen wird. So. Okay, dann setzen wir mal den Uhrzeiger ein. Ziffernblatt berühren. Wir gehen in 5 Jahre Schritte, aber ich werde das Verlies eh kurz verlassen. Werden wir abspeichern. Wer steht da? Oh! Ja, wen haben wir denn da? Der Feenkönig. Okay. Ja, den Ursprung müssen wir, ich weiß nicht. Kann ich Gegenstände kaufen? Ach, der hat wirklich was. Was hat der Schönes? Tolle Heilung. Wasser. Ja, nehmen wir alles dankend an. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Level-Up-Pulver hätte ich noch. Ah, ich hole mir mal ein bisschen Reparaturpulver. So. Ich hab so wenig. Ah, der hat doch den Aufbewahrungsschatz. Herr, der ist ja praktisch. Der Feenkönig. Sowas. Ja. Na, sowas erst. Brauche nirgends mehr wohin reisen. Kann ich Edelsteine kaufen? Alter, schau, ich kann mir die Edelsteine kaufen, wenn ich Kohle hätte. Alter. Und ich hatte 20.000. Und einmal gestorben und weg war fast alles. Schade. Was hast du noch zu bieten? Kann ich Erweiterungen kaufen? Okay. Der ist nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Aber wo kann ich... Galerie der Zeiten. Wo kann ich die Gegenstände jetzt aufmachen? Hier nicht, oder was? Oder muss ich nur die... Oder muss ich nur die Erinnerungen sammeln? Ich habe auch keine Ahnung. Wie gesagt, ist ja neu für mich. Aber ist ja wurscht. Wir gehen gleich wieder in den Dungeon rein. Warum nicht? Wenn wir schon davor stehen. Galerie der Zeit. 10 Jahre zurück wahrscheinlich, ne? Oder gleich 50. 18 Jahre, aha. Unlogisch, warum nur 13 Jahre? Okay. So, na dann wollen wir mal los. Da mal gleich eine Riesentür. Mit einem Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Alter, fast ein Kill, ein Schlag. Aber leider hat es nicht ganz gereicht. So. Ich hätte gesagt, wir leveln Biggie und Joker ein bisschen, weil das sind unsere Main Attacker.
Okay, ein Raum nur. Das heißt, hier muss sich ja der Schlüssel befinden in der Truhe. Sonst komme ich ja nicht weiter. Oh, Billy Boy! Was machst denn du? Elektrozeugs. Ein Pikachu, ein wildes Pikachu. So, gib her den Schlüssel. Düster Schlüssel. Okay, unlogisch. Gleich die Tür hier vor Haus und dann gleich nur eine Truhe mit dem Schlüssel. Okay. So einfach hatten wir es auch noch nie. So. Gut. Was haben wir hier Schönes? Ein Würmchen. Was? Frauen schlägt man nicht. Gut, das wollte ich ja. Wir steigern das gleich. Lass mal die Aufrüstung. Ja. Tsching. Ah. So. Okay, davon haben wir alles. Donner fehlt uns, heilig fehlt uns. Und natürlich ist das auch zu wenig. Das heißt, wir brauchen jetzt den Edelstein. Oh, mal zwei. Mal zwei. Das ist ja geil. Da gebe ich gleich den Stein rein. Mal zwei. Und Donner bräuchte ich noch. Donner Gloria. Passt. Achso, warte. Und die Aquamarin kann ich auch verwenden, oder? Na, das bringt mir hier wenig. Aber der bringt mir was. Oh, da könnt ihr auch mal zwei machen. Nein, ich mach das mal so. Und das geht auch auf Donner drauf. Nice. Okay. Perfekt. Donner und das, der Totenkopf. Das brauche ich eh beides. Weil schau her mal. Donner, Totenkopf und Ding. Magier, ne? Ja. Und da ich ja. Da ich hier Magier weniger habe, nehme ich für Magier natürlich das Doppelte. Alter, geil. Trifft sich gerade perfekt. Und die darf ich ja verwenden, weil die habe ich ja doppelt und dreifach. So. Cool. Nice. Du darfst da mal gleich entscheiden, welche Richtung wir gehen. Links oder runter? Ah, runter oder rechts? Entschuldige. Runter oder rechts? Runter. Eine Burg haben wir freigeschalten, okay. Aha, da kann aber Natalie drüber springen. Unsere Hauptkatze, ja. Elegant wie eh und je. Ja, komm her. Ja, runter war sogar gut, weil da ist Sackgasse. Schön. Okay. Oh, da ist er noch. Oh, das ist ein Heilungsfeld. Also beziehungsweise Wasser und Heilung, ne? Cool. Passt. Aber warte, da ist ja noch ein Gegner da hinten. Natalie, du bist dran. Hol ihn dir. So. Die Blume ist immer in einer Ecke. Das war aber keine Ecke, Junge. Was lügst du? Oder weiß ich jetzt nicht mehr, wie Ecken ausschauen? Scheinbar. Anscheinend. Das Spiel sagt. Wenn es das Spiel sagt, muss es doch richtig sein, oder? Ja. Oder? Oder? Ich bin immer recht. Wer es glaubt. Okay, dann kommt die gute Natalie leider nicht drüber. Dann müssen wir fliegen. Britzelblitzel, Billy. Keine Wirkung. Das, so liebe ich das. Wie wär's mit Treffen, Choco? Danke. Karte! Alter, das war One-Hit-Kill, der Final Angriff. So. Werden wir meine Waffe reparieren? Lolo. So. Sag mal, Finn oder Max? Ich sag, Finn.
voller Energie. Naja. Ist nicht das, was ich haben möchte, aber... Kannst du was reißen damit? Ja. Oh, null Damage? Ernsthaft? Haben wir einen Blitzschutz oder was? Oh, ich sage jetzt nichts mehr. Oder war das nur, weil wir voller Stärke sind? Das kann auch sein. Oh, ein kleiner Fisch, ist das süß. Yummy. So. Yummy. Krönungstag, okay. Das sind wirklich die ganzen Erinnerungen. Am Krönungstag lag der Vater sterbend im Bett wahrscheinlich. Der Mond hat geleuchtet. So. Dankeschön. Da haben wir unseren Mauszeiger. Britzelblitzel! Hüpf mir nicht weg, Junge! Nimm mal Natali. Ich darf auch mitfighten. Nicht. So. Ja, die Ebene war jetzt auch nicht so schwer. Also für den letzten Dungeon habe ich mal vielleicht doch ein bisschen zu viel erwartet gerade. Oder zu viele Sorgen gemacht. Sagen wir es mal so. Gerade eben. Warten wir es ab. Genau, deswegen machen wir gleich noch eine Ebene hinterher. Pass auf, und jetzt stelle ich mir... Jetzt stelle ich mir gerade das Todesbein. Pass auf. So. Gehen wir gleich zur nächsten Ebene. Scheiß drauf, probieren wir es. Risiko! Na, nur mit Natalie. Ah nein, Blödsinn. Auf diese Ebene reduziert Waffeneinsatz die Aufnahme. Oh Gott. Da muss ich... Biggie hat 0. Okay, dann muss ich mit Biggie kämpfen. Weil mit der kann ich das machen. Okay, da kriege ich keine Erfahrungspunkte. In der Ebene, aber macht nichts. Hauptsache ich komme durch. Ich habe mir schon gedacht, ich muss mit Natalie spielen. Wäre jetzt auch nicht so gravierend gewesen, weil sie ist die drittstärkste gerade. Aber ich befürchte, es kommt sicher die Ebene, wo ich mit jedem Charakter einzeln spielen muss. Kann gut sein, mal gucken. Das befürchte ich. So, da haben wir eine Fackel, was haben wir hier? Ich schreie es nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, wie gesagt, gut vorstellen. Ist das grüne der schwere Abschluss noch? Laut deiner Logik reicht eine solche Vermutung schon aus, um sie werden zu lassen. Ja. Kann sein. Okay, lebendige Rüstung. Wie gesagt, für Biggie kein Problem. Wieder ein kleiner Fisch. Das ist süß, den werden wir gleich verkaufen. Was haben wir hier drinnen? Ja, Gegner. Haben wir noch ein paar? Okay. Kein Problem. Kamehameha! Komm, rück mir nicht auf die Pelle, Junge. Leg dich nieder. Knie nieder von mir. So. Hm, da geht's... Ah, da geht's zum Ding. Okay. Haben wir hier noch nicht. Karte, bitteschön. Oh, Wiederbelebungspulver. Was ganz Seltenes. Gut. Leistungspulver wäre mal lieber gewesen. Die Karte ist eh obligatorisch dabei. Windstein. Okay, den kann ich auch verkaufen. Den brauche ich nicht. Britzelflöte. Mal zwei gleich. Billy Boy. Ja, britzelt er einen weg. So. Her mit dem Geld. Oh. Helikopterflug, bitteschön. Ach komm, die Fledermaus bist du. Na boy, du hast Waffenenergie, das wäre Verschwendung. Biggie hat ja doch keine. So. Da lege ich es nicht drauf an. Ja. Komm mir nicht zu nahe. Tschüss.
Achso, die Pflanze habe ich jetzt gar nicht gesehen. Boah. Ich war auf die Kugel fixiert. Ja, gib's zu, du hast sie gesehen. Die Pflanze. Oh, Sophia. Lass mich raten, wir haben Sophia umgebracht, weil wir haben in der Nacherzählung vom Leuttypen haben wir eine tote Frau am Boden liegen sehen. Also es war Vollmond nach im Gemach des Vaters, der vielleicht krank war, haben wir Sophie umgebracht aufgrund des Djinns. Alter! Was hast denn du für eine Lanze? So eine lange Lanze. Der letzte Gegner hat's natürlich. So, für den ganzen Mühen machen wir den Waffeneinsatz voll? Nein, wir sind voll Energie. Wow. Das brauche ich nicht. Oh, ein Stachelkäfer! Wird verkauft. Denn ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Money, 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 gib es ihm. Money, money, it's so funny. Funny frisch. Ach komm. Muss ich extra wieder wechseln zum Flughansi? Nee. Schnell, flieg wieder Wind. Was scheppert da schon wieder bei dem Hintergrund? Nur mein Stuhl. Schmeißt er dich um, oder was, der Stuhl? Ich mag den Besitzer nicht, ich schmeiß ihn jetzt weg. So ungefähr. So ungefähr. Oder klebst schon am Stuhl aufgrund der Hitze. So ungefähr, ne? So. Ich möchte gerne Fische verkaufen. Moment. Kann es sein, dass der mir weniger Geld gibt? Hä? Ich habe da noch ein Äpfelchen. Eine Paradiesfrucht. Das sollte ich vielleicht konsumieren. Wer darf die konsumieren? Nein, bei dir geht's nicht mehr. Wirklich nicht mehr, okay. Natalie vielleicht? Nein? Pascal? Ja, Pascal darf noch einmal. Okay. Viel Spaß beim Essen. Ich hoffe, es schmeckt. So, da wir jetzt doch mit dem Dungeon so weit gut vorankommen, hätte ich gesagt, wir gehen das nächste Dorf untersuchen und schauen nach Kisten. Weil das, wir haben jetzt schon drei Ebenen und da ist nichts Großes, Gravierendes passiert, also ja. Die Spannung steigt mit dem letzten Bossfight immer noch. So, ich würde sagen, wir machen das obligatorisch von hinten nach vorne, weil von hinten mögen wir sie alle anscheinend so. Und beginnen wir mal mit dieser netten Behausung. Da war früher meine Kiste da hinten, okay. Auch wieder hinten, hinten. So. Aber ich glaube, da war ich einmal schon so drinnen, das kann schon sein. Ich kann mich an den Apfel... Da an die Äpfel erinnern. Ja. Können wir nochmal so durchgehen, sicherheitshalber. Aber da ist nichts. Okay. Ich glaube, wir haben einmal per Zufall in der Wassermühle was gefunden. Das war's aber dann schon. So. Am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Hofbräuhaus. Okay, so. Gehen wir mal in die Wassermühle. Ach, da leckt's nicht, ne, bei der Wassermühle. Ist klar. Weil keiner drin ist, ne? Weil nicht einmal Musik abgespielt wird, okay. Echt traurig. Ich bin parteiisch. Okay. Mach ich... Ach, da darfst du rauf. Erreichen möglich, ne? Ist ja kein Bett. Verstehe. Ist ja das Hausdach. Oder die Aussichtsplattform, wo nichts ist. Bitte ist nicht schwer zu erreichen. Hauptsache, wir können oben an der Wäsche schnüffeln, ne? Machen wir aber jetzt nicht.
Wir haben keinen Bezug zu dieser Person. So. Geh mal rein. Und schau dich um im Fallenhaus. Ja. Mega Fallenhaus, ja. Okay, wir können noch mehr. Ich glaube, da war ich auch schon so oben. Per Zufall. Ja, die Kerze anzünden, wo ich dann gesagt habe, wir brennen das ganze Haus nieder. Ja, ja, natürlich. Passt, hat Sinn. Die Kerze da oben, hallo? Könnt ihr euch kein elektrisches Licht leisten? Tja, in welchem Zeitalter lebt ihr denn? Im Mittelalter. Anscheinend. So, gut, das Häuschen mit auch nichts von uns. Dann gehen wir weiter zu diesen zwei Kandidaten. Dann gehen wir mal da in die Mühle rein. Ja, die Leckmühle, danke. So wie die Leckminen in Grandia. So, da haben wir nichts. Aber ich glaube, so viele Kisten haben wir nicht übersehen. Weil ich war eh eifrig mit Suchen von Items. Da bin ich eigentlich eher einer, der aufpasst. Obwohl, die Tasche war jetzt schon fies am Anfang, ja. Also, entschuldige. Mit der habe ich nicht rechnen können. Da liegt eine Pfeife. Da raucht einer heimlich. Geht's? Wer raucht? Gut, da haben wir auch nichts. Lass jetzt mal bei Pascal auch vorbeischauen. Bei der Behausung. Wenn wir schon hier sind. Ja, kann nicht schaden. Kann nicht schaden, ne? Da war ich schon lange nicht mehr drin, in dem Haus. Schauen wir mal. Genau, Daten werden geladen. Ist auch ein Anbau, ja. Schön, schön, aber leider ohne Kistenerfolg. Schade. So, das habe ich. Na? Da habe ich eigentlich, war ich eigentlich am meisten von den Häusern, weil da ist ja der Aufbewahrungsschalter. Aber wir werden trotzdem mal kurz den Klops hier untersuchen. Nein, da ist auch nichts, okay. Da war ich auch schon ewig nicht mehr drin. Okay, das ist überschaubar gewesen, danke. Wieder schon. Da haben wir eine Wassermühle. Die ist auf der anderen Seite zutage. Ja, lass mich. Bitte, lass mich doch irgendwo runter, danke. Ich gehe auch zu Fuß. Man sieht es mir nicht an, aber ich gehe zu Fuß. Nein, auch da nichts. Ich glaube, wir machen das Dorf umsonst gerade. Lebt mein Co-Moderator noch? Mhm. Okay. Wo darf ich meine Dankesagungen hinschicken? An welches Grab? Nicht einmal da gibt er mal Antwort erst. Was soll ich da auch sagen? Schläfst du jetzt mir ein, oder was? Halber? Das kann gut passieren. Was? Wow. Ich bin jetzt perplex, wirklich. Ich bin perplex. Bin ich so langweilig? Nein. Einfach nur müde. Gut, zähl einmal die Tage, Sekunden, Minuten, Stunden, wann du nicht müde bist. Sind wir schneller.
Eins. Ja, du mich auch. Doch, bin ich gar nicht müde. Aha. Ich weiß nicht, ob du meine Fragefolge gehört hast, aber zähl mal die Stunden, Minuten, Tage, Sekunden, wo du nicht müde bist. Noch einmal. Ja, aber wenn du müde bist, dann leg dich hin, dann geh. Gute Nacht, good night, good fight. Ich soll mich loswerden. Naja, Entschuldige, dann schnarchen brauche ich nicht im Hintergrund. So. Ich schnarche schon nicht. Woher willst du das wissen? Hörst du dich selbst? Kannst du mir bestätigen? Ich schnarche vielleicht, wenn ich schlafe, aber ich werde ja nicht nebenbei einschlafen. Ich habe bei dir schon einiges erlebt. Ich lasse es im Raum stehen, ne? Ob Schmatzgeräusche oder Ventilator, es ist wurscht, da kann ein Schnarrer auch kommen. Scherz. Mein kleiner verpeilter Sekundenfan, ne? Ah, ja. So. Einmal zum Juraka-Baum. Hallo, Klubschauge, wie geht's? Hast du ein Geschenk für mich? Ich stehe auf deine klubschigen Augen. Hast du ein Geschenk für mich? Hab ich schon gesagt, dass du schöne Augen hast? Hast du ein Geschenk für mich? Nein. Gut, Schmeicheleien helfen auch nicht. Danke, Wiederschauen. Bei dir sind selbst die NPCs genervt. Die reden nicht mal mehr mit mir, ne? Ja. Danke, danke. Welch Wunder der Wonne, so. So, was hat denn Pascal noch zu verstecken hier? In seinem Gemüsegarten. Haben wir da noch eine Kiste vielleicht? Ein Graskuchen für unseren Oberhaupthammerschwinger? Können wir die Axt mitnehmen fürs Zähnereinigen? Nein, auch nicht. Machen wir die endlose Leiter des Glücks. Ich freue mich. So. Weil da drin herrscht Unordnung. Passt auf, wie Pascals Bude ausschaut. Unordentlich bis zum geht nicht mehr. Lässt sogar die Kerze brennen. Wie unvorsichtig der Typ doch ist, ne? Kaum schwingen die Leute einen Hammer, denken sie nicht mehr nach, ne? Muss ich auskennen. Ja, lass mich meinen Hammer schwingen. So. Gut, na dann gehen wir wieder in ein anderes Gebiet und zwar in das, wo wir hergekommen sind. Galerie der Zeit. Ja. Bin bereit. Chuck. Yay. 23 Jahre zurück. 38 Jahre zurück. Jetzt sind wir schon so weit gereist und älter. Vor deiner Geburt. Älter als was ich bin, genau, danke, würde ich gerade sagen. Hallo? Greif mir nicht an, Junge. So, ein, zwei Fights noch, dann. Don't touch me. Don't touch me, Tiger. Autsch. Anti-Fluch-Amulett, okay. Na gut, unsere Waffe will ein Auf. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal kurz. Ach, das erhöht ja alles, stimmt. Habe ich ja drin gelassen. Lassen wir auch drin und los geht's. Schönfresser! Nice. Aber wir verbessern, das haben wir. Wind brauchen wir immer noch. Dino, Stein und die Kiste. Dino. Machst du zufällig Dino? Das wäre mega geil. Nein. Bringst mal herzlichst wenig. Gut. Machen wir mal Dino auf 30. Das schaut gut aus. Ein Stein hauen wir rein und mein letztes Windteil. Ich brauche Wind. Ich muss mir Wind kaufen. Wind. Oh, Wind. Du himmlisches Kind. Alter. 293 Damage. Gnade dir Gott. Das tue ich aber nicht. Warum nicht?
Vereint im Sturm. Okay, jetzt kommt ein Liebesdrama gleich. Ja. Fucking im Sturm. Ja, sowas in der Art, ja, hat man auch gedacht. Oh, Kälteamulett. Ah, Element. Ah, brauche ich nicht. Ich hätte gern Wind gehabt, aber Minister. Na, ist klar, alles klar. Jetzt kennen wir die ganze Geschichte. Gut, dann brauchen wir wieder einen Schlüssel. Gehen wir mal rechts lang, schauen wir mal, was da ist. Wir haben noch ein paar Wege. Ha! Erledigt, bevor du mich erledigen kannst. Komm her. Ja, ich hab's gleich gewusst, dass das nicht geht. Habe ich mir schon gedacht. Stein erhalten. Ja, brauche ich auch nicht. Wupp, wir brauchen Mimikzeug, das heißt. Ja. Ich habe mich gerade selbst in die Luft gesprengt, das ist gut. Das finde ich ja herzallerliebst. Haben wir einen Mimenbrecher bekommen. Okay, ich sollte wegen der Nussbombe vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, aber nur ein bisschen. So, na warte, Fluchtprüfer brauche ich nicht, ich brauche meinen Wiederbelebungsprüfer. Das war jetzt steil, okay. Das war gut. Danke, Nathalie, für die Rettung. Muss ich mir nachkaufen dann, nach dem Dungeon auf alle Fälle. So, und wir wechseln zur Feder, bevor ich es wieder vergeige. Ja, Mimenbrecher brauche ich ja vielleicht, deswegen. Ich brauche ja die Kisten, deswegen nutzen wir das gleich. Oh, da geht's raus, gut. Dann bleibt nur noch dieser Gang hier. Oh Gott, 4 Kisten. Da sind doch ein paar Mimics dabei, oder? Wortwörtlich. Mhm. So. Du hast auf der letzten Ebene so tapfer gekämpft. Kriegst gleich mal ein paar Erfahrungspunkte. Alter, dieser Damage. Grenzgenial. So. Joker verliert gleich sein Leben, Alter. Ich wär bekloppt. So. Gut. Na komm her, Mimik. Ich brauche noch ein paar von euch. Perfekt. So, und jetzt ein bisschen Abstand nehmen. Und die, was? Die ging daneben? Musst du so behindert hüpfen? Na gut, ein paar Bomben und so habe ich ja noch. Okay, und? Na, Transfeder nehme ich auch. Boah, jetzt war jetzt nicht unbedingt, aber ja. Da haben wir den Schlüssel. Ja. Da haben wir den Kristall. Gut. Muss ich mal probieren, auf alle Fälle wieder eine Mimik zu kriegen, wenn es geht. Bombe nehmen wir mit. So. Es passiert mir auch nicht mehr, dass ich keinen Abstand nehme. Selber schuld. Aber lustig. Eine Mimik-Chance haben wir noch da oben. In der Kiste. No. Schlüssel, Schlüssel. Dada, warum bist du so schnell? Jetzt holst du mehr aus. Gibt's ja nicht. Alter, der Drahtzieher noch bei seinem Angriff. Das gibt's ja nicht. Jetzt war Lanzlob gerade an. Anscheinend. Oder der Ritter der Runde, Aufrufzauber von Final Fantasy, ne? Ja. Das sind das alles dieselben Ritter. Schnell rüber, danke. Das nehmen wir auch mit. Ja, ich mach dann einen Abstecher zum Wasser runter. Für was haben wir die Heilung? Ein Bett, noch ein Bett. Transfeder ist kaputt. Blöd, dass wir gerade eine bekommen haben wieder. So. Oh, eine große Kiste. Ich erwarte mir eine geile Waffe. Auf alle Fälle. Vielleicht für einen meiner schwächeren Charakter.
Hier nehmen wir mal den Zeiger. Der lebt noch? Obwohl, bei denen könnte ich die Steindinger kriegen eigentlich. Fällt mir gerade ein. So, kriege ich? Ja, ich kriege. Machen wir mal Sprengfalle. Ja. Und? Was ist es? Die haben wir schon. Eine helle Bade. Die haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, die haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Leck rüber zu Pascal, danke. Streitachs? Warte. Eine helle Bade kannst du finden. Die haben wir aber, glaube ich, schon, glaube ich, oder? Ja, haben wir zweimal. Kann man verkaufen. Brauche ich nicht. Den brauche ich jetzt so. Schade. Schade. Hätte mich über eine geile Waffe gefreut. Aber ja, kann man nichts machen. So. Vielleicht bringt sie ein bisschen Kohle. Schauen wir mal. Ja. Wir haben ja den Feenkönig, der verkauft eh einiges. So. Ziffernblatt berühren. Aber das. Für was sammle ich diese Adler, dass ich dann nichts aufbauen kann? Spielt sich die Geschichte dann erst ab, wenn ich alles habe, oder? Oder sehe ich den Ort schon wieder nicht, wo ich das aufbauen kann? Vielleicht. Na warte, wir gehen noch einmal raus, schauen kurz. Auf der anderen Seite dann. So. Ich brauche einmal das hier und einmal das hier, danke. Nehmen wir ein bisschen was davon. Helle Bade bringt wie viel? $2,50, ja, nehmen wir mit. Wurscht. Yay. Besser als nix. So, Erweiterungen möchte ich. Okay, wir können Stein nachkaufen, aber wir können keine Mimik nachkaufen. Mimik habe ich aber eh noch 3. Vielleicht reicht das ja. Was ich brauche, ist aber Windelement, habe ich gesagt. Und was noch? Da war nur Windelement, gell? Oder? Ja. Ich glaube ja. Stein nehmen wir zweimal mit. Den könnte ich aber einmal verkaufen. Obwohl, nein, das ist mir zu kostbar. Kälte kann ich einmal verkaufen. Genau, und ich hole mir auf alle Fälle noch 2 Windelemente. Da muss ich eh noch woanders hin. So. So, schauen wir mal raus. Irgendwo muss ich ja aufbauen können. Das war ja letztens, also einmal ja auch so, wo ich lang gebraucht habe. Wo wir Finn in der Gruppe hatten. Kannst du dich erinnern? Da habe ich auch nicht gecheckt, dass ich in das Dorf gehen kann und aufbauen könnte. Na, mal gucken, wie es hier ist. Aber hier kann ich nichts aufbauen. Aber es gibt ja verschiedene Türen. Vielleicht bringen die Türen was, aber die schauen nur aufgemalt aus. Ich kriege auch hier keine Kisten. Nein, die schauen nur aufgemalt aus. Ja. Okay, dann nicht. Dann gehen wir mal nach... Also bei Queens haben wir eigentlich alles durchgeschaut von den Items, glaube ich. Das habe ich damals schon gemacht. Das heißt, Finnsland fehlt noch und das Mondland. Wow. Da freue ich mich hier drauf. Das machen wir im nächsten Part. Genug. Hier habe ich ja eigentlich alles explizit untersucht. So, ich hätte gern zweimal Windelement. Vielen Dank. So. 78. Kann ich da noch was verkaufen? Ich glaube, es sind alle Amulette. Ah, was ich noch brauche. Bomben habe ich nicht. Bomben fehlen mir noch. Die muss ich noch nachkaufen. Das Anti-Fluch-Amulett verkaufen, mal passt. Wahrscheinlich komme ich jetzt nicht rein, wenn die Läden zu sind. Okay, hat sie erledigt. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Einkaufstag. Oder auch nicht. Weil der Rollladen ist noch unten.
Noch. Gibt's nicht woanders noch Bomben zum Kaufen? Hier vielleicht bei Lanasland? Irgendwo hat's ja doch noch Bomben gegeben, bin ich mein. Da Nussbomben, die sind eh stärker. Passt. Pff, ich will nicht warten. Passt. So, einmal saven. Nehmen wir mal den zweiten Slot hier. Bing. Jo, machen wir noch eine Ebene, hätte ich gesagt, wenn wir dabei sind. Oh, mach das mal. Bevor du mir gänzlich einschläfst dahin. Ist schwer. Ich war schwer. Echt schwere Augen. Ah, weh, ich seh dich da noch irgendwas zocken. Du, es werden immer weniger Adler, ne? Zwei Stück, 51 Jahre zurück. Okay, wir haben unseren Charakter, nichts passiert, okay. So, du bist einmal erledigt, danke. Mimik werden wir wieder probieren. Zauberkraft 1 wird verkauft. Und Biggie muss mir aushelfen hier. Den müssen wir mal upgraden ein bisschen. Oh, das ist eine große Truhe. Hatten wir eine große Truhe bestellt? Ach, hör auf. Warum verschreist du es? Warum verschreist du es? Ich lass. Oh, da kommt ein neuer Gegner. So wie der wütende Eber, den wir eh kennen. Es ist jetzt ein rascher Sprinter. Oh mein Gott, der wütende Eber wurde zum raschen Sprinter. Oh, Buggy, der Clown. Hey, Nathalie, das ist was für dich. Nicht ersticken, ja. Erst schlafen, du dann willst doch. Erst erschlafen, dann ersticken. Entscheide dich doch mal. Entweder oder. Stein. Im Schlaf ersticken. Oder so. Und, was bist du? Nein, es ist eine richtige. Ich habe keinen Schatzschlüssel, ja, das war klar. Wir nehmen eine Sprengfalle wieder und wieder. Und bitte keine Hellebarde wieder, komm. Wow! Eine Schwalbe-Maschinengewehr für Max. Uiuiuiuiui. Hallo Schwalbe. Ist die Waffe deutlich besser? Ja, 22, 38, 48. Was haben die für Attribute? Warte mal. Die hat 0 hier und hinten schon was. Was verbessern wir da? Oh Gott, das will schon, was ich da alles brauche. Da brauche ich einen Edelstein wahrscheinlich, der mir alles in die Höhe treibt. Da muss ich sicher einen Edelstein reinschmeißen. Na gut, lassen wir es einmal. Ich lasse die Schnecke aber trotzdem. Noch. Da haben wir das Ziel, okay. Na bitte. Ein kleiner Schwalbenschwanz bekommen, so. So. Hintere Ebene, hatten wir auch noch nicht das Vergnügen. Na, mal gucken, was du das Glück hast dafür. Wenn keine Mimics da sind, vielleicht, ne? Und da hat er es gesagt und da steht schon eine. Ich habe mal eine Frage. Antwort. Auf so einem PS2-Emulator, kann man da auch PS1-Spiele drauf packen oder geht das da nicht drauf? Ui. Müsste ich lügen, aber theoretisch, dass die 2er kompatibel war. Hätte schon mal gesagt, dass die 1 auch schafft, ja. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Abspeichern ist, weil du brauchst ja trotzdem eine PS1-Memory-Card dann, ne? Also weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber warum? Hast du, hast du keinen guten PS1-Simulator, oder was? Nö, ich hab keinen PS1-Simulator bis jetzt. Na, dann kann ich dir Duckstation empfehlen. Ist auch gekoppelt mit Retro Achievement natürlich. Wer hätte es anders erwartet von mir? Ne? Was auch sonst. Aber Duckstation ist ein sehr guter Emulator. Ich bin zufrieden damit.
Kann ich nur empfehlen. Kann ich dir auch danken. Ich werde das mal probieren, dass ich meine ROM von der PS1 nutze. Ja, ja, kannst du auch. Geht ja auch. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch die Duckstation, was du mir das sagst, probieren. Ja. Nehmen. Wie gesagt, original kann eine 2er1er abspielen. Wäre vielleicht hier möglich, aber wie gesagt, dann hast du das Problem mit der Memory Card. Weil eigentlich ist ja nur hinterlegt im Pfad der Memory Card die von der PS2. Ich weiß nicht, ob du dort eine von der 1er rein tun kannst. Das ist die Frage. Was für eine Memory Card? Na, die virtuelle, die, wo du ja deine Daten drauf speicherst, wie bei Suicune 3 eben, wenn du ja abspeicherst. Ich habe keine Memory Card, die ich einbauen musste. Oh, Alter, was verstehst du nicht unter virtuell? Die Memory Card. Ja, klar, ich weiß. Funktioniert ja. Virtuell, wenn du abspeicherst. Und ist auf PS2 zugeschnitten. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann für Einzelspiele auch geht. Weil original, wenn du auf der PS2 Einzelspiele gezockt hast, brauchtest du eine 1er Memory Card. Ja. Das ist das, was ich meine eben gerade. So, Aufnahme ist voll. Vielen Dank dafür. Ja, wir machen das mal. Lassen wir mal so und los geht's. Kristallring Level 2. Wie schaut's aus mit dem Verbessern? Donner und Heilig immer noch. Okay. Und da die Elemente auch noch. Gut. Da brauchen wir. Dann haben wir mal Donner rein und. Nehmen wir mal den Magier. Puh, ist die Frage, wie weit hoch das geht. Ich schätze mal bis. Na, 25 habe ich ja. Vielleicht bis 30 eventuell. Habe ich da nicht eh einmal schon nachgeschaut? Kann das sein? Egal. Hauen wir mal das rein, Donner und Magier. Wir können sie nur eins nach dem anderen leveln. Das passt schon. So. Was? Antifluchamulett hast du zerstört? Du Schuft, du dreckiger Schuft. Du touchst mich an. Du touchst mich an mit deinen Fluchbranken. Das geht ja gar nicht. Achso, Entschuldige, dich habe ich ja gar nicht verwendet. Ups. Natalie vielleicht ein bisschen. Ja, so. Gut, wir brauchen ein Fluchamulett. Hammer doch eh. So. Perfekt. Ja, wieder eine Ebene geschafft. Jo. Leider wieder keine hintere Ebene. Schade. Schade, schade. Vielleicht müssen wir ein, zwei Ebenen wiederholen, um das zu erreichen. Aber will ich jetzt nicht unnötig in die Länge treiben. Ich habe ja schon gehört von Platrix, dass es ja nach dem Hauptspiel, falls wir wirklich ja mal durchkommen, einen Dungeon gibt mit 100 Ebenen. Soll ich den machen oder nicht? Oder zumindest mal einen Part herzeigen, ne? Auf alle Fälle. Das auf alle Hast Fälle. Hast du ja bei der Anhöhle ja auch gemacht, dass du da ein paar geteilt hast. Genau, gezeigt. Und apropos die Anhöhle, müssen wir auch nochmal streamen oder so, ne? Das ja. Machen. Sehr cool. Anhöhle ist cool. Ja, das hat schon was. So, gut. Herr von und zu. Pass auf, und im Endeffekt ist der Feenkönig der Böse dann, pass auf. Das ist unser wahrer Gegner am Ende. Das wäre doch lustig, oder? Na, nicht wirklich, aber ja, wurscht. So. Ist wie ein Plot-Twist. Auf alle Fälle. So, Zauberkraft brauche ich nicht. Donner brauche ich, Kälte brauche ich aber momentan, glaube ich, nicht. Passt. Gut, Leute, dann würde ich sagen. Lassen wir das einmal dabei. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es heißt Chocobo 19 streamt für euch. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht hören wir sich morgen wieder. Kommt darauf an, ob der Sekundenfan aufgewacht ist bis dahin. Und ob er anwesend ist. Oder ob er anwesend ist, ja. Warte, ich mache noch ein Save Sicherheitshalber so. No. Und ja, dann tschüss, bis demnächst. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.